Wir kommen zum Schlusswort. Dieser Mann ist trendig. Im März gab er dem Megatrend Frauen den Vortritt und wurde mit dem zweitbesten Resultat wieder in seinem Amt bestätigt. In seinem Amt tritt er vehement für den Trend zur Förderung einheimischer und erneuerbarer Energien ein. Sein Thurgau ist schweizweit führender Kanton in der Umsetzung der aktuellen Energieförderprogramme. Vor dem geistigen Auge baut er bereits Geothermienkraftwerke im Hinterthurgau. Wer könnte da besser als er unseren neu dekorierten Young Leaders Perspektiven für ihren weiteren Berufsweg aufzeigen? Hier ist er, der Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau, Regierungsrat Dr. Kaspar Schlepfer. Verehrte Gäste aus nah und fern, geschätzte Damen und Herren, Sponsoren und Firmenvertreter, liebe Studierende und Dozierende. Der Thurgau ist einer der Trägerkantone der Fachhochschule Ostschweiz und mit Freude überbringe ich Ihnen die Grüße und Glückwünsche des Thurgauer Regierungsrates. Allen, die an der Organisation und Durchführung der heutigen Feier beteiligt sind, danke ich im Namen aller hier im Saal Anwesenden. Es ist eine Feier mit Glanz und Gloria. Schön, dass es dies nicht nur in Zürich und Locarno gibt, sondern auch einmal in der Ostschweiz. Ich bin aber nicht nur beeindruckt vom Rahmen der heutigen Veranstaltung, sondern auch vom Inhalt und was dahinter steckt. Von der Fülle und Breite der Projekte mit beteiligten Firmen und Hochschulen von St. Gallen über Boston bis Shanghai. Sie tragen damit dazu bei, den guten Ruf der Ostschweiz in die Welt zu tragen und Unternehmen weiterzuentwickeln, weltweit und hoffentlich für alle Seiten gewinnbringend. Lassen Sie mich zum Ende der heutigen Veranstaltung noch eine volkswirtschaftliche Überlegung anbringen. Allgemein wird ja behauptet, eine Volkswirtschaft sei umso höher entwickelt, je größer ihr Anteil im dritten Sektor, also im Dienstleistungssektor, sei. Dementsprechend sei anzustreben, dass ein möglichst hoher Prozentsatz aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeite. Da bin ich pointiert anderer Meinung. Der zweite Sektor, also Industrie, Gewerbe und die Energiewirtschaft, ist langfristig für eine Volkswirtschaft mindestens so wichtig, vielleicht sogar wichtiger. Die große Stärke der Ostschweiz ist denn auch der zweite Sektor. Während im Durchschnitt der Schweiz nur noch 29% aller Beschäftigten im zweiten Sektor tätig sind, beträgt der Anteil der Beschäftigten im zweiten Sektor in den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden und Innerrhoden 39%, also volle 10% mehr. Wir müssen uns bewusst sein, dass es in Europa nur noch wenige Regionen gibt, die derart stark industrialisiert sind wie die Ostschweiz. In den meisten Regionen Europas ist die Industrie weitgehend verschwunden oder nur noch in Ansätzen vorhanden. Ein hoher Anteil im zweiten Sektor, also eine starke Industrialisierung, hat insbesondere den Vorteil, dass die produzierenden Firmen Zulieferer und Kunden in nächster Nähe finden, dass sie sich gegenseitig unterstützen und ergänzen können, dass qualifizierte Arbeitskräfte vorhanden sind. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Die Firma Stadler Rail, die Eisenbahnzüge herstellt und im Bustang sowie Alten Rhein große Werke betreibt, findet im Umkreis von wenigen Kilometern erstklassige Zulieferfirmen für fast alle Bestandteile, welche sie für ihre Züge benötigt. In anderen Regionen Europas hätte die Stadler Rail diesen Standortvorteil nicht. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, ja unerlässlich, dass die Ostschweizer Industrie weiterhin so stark bleibt, von hier aus produziert und von hier aus die Weltmärkte erreichen kann. Nur so kann sie weiterhin die Innovationskraft und Qualität der exportorientierten Unternehmen in die Welt hinaustragen. Nur so kann sie weiterhin wertvolle Arbeitsplätze sichern. Der Niedergang der Industrie und der damit verbundene Verlust von Arbeitsplätzen haben für eine Region schwerwiegende Folgen. Dies zeigen die Erfahrungswerte aus den fast vollständig desindustrialisierten Gegenden Großbritanniens wie Liverpool, wo ein Drittel der Jugendlichen noch nie in ihrem Leben eine Stelle innehatte. Verehrte Anwesende, die Aufrechterhaltung der Stärke des zweiten Sektors bedingt laufend Innovationen.
Innovationen, die wir uns gerade auch von unseren Young Leaders erwarten. Wir Schweizer müssen in Bildung und Innovation alles daran setzen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen ist diesbezüglich von zentraler Bedeutung. Mit der Durchführung von jährlich mehr als 200 Praxisprojekten liefert die Wissenstransferstelle WTT der FHS St. Gallen ein Musterbeispiel für die Verbindung von Theorie und Praxis, von Hochschule und Industrie, von Lehre, Forschung und Anwendung. Vielen Dank an die Verantwortlichen. Die Prämierung der besten Projekte und die heutige Preisverleihung bilden einen tollen Anreiz für die Teams von Studierenden, bei den Praxisprojekten Bestleistungen zu erzielen. Damit liefert der heutige Anlass einen wertvollen Beitrag nicht nur zur Ausbildung unserer jungen Leute, sondern auch zur Beibehaltung der Stärke des zweiten Sektors in der Ostschweiz. Dafür bin ich als Volkswirtschaftsdirektor dankbar. Und die FHS-Studierenden rufe ich auf: Werden Sie Innovationsmotoren für die Industrie der Ostschweiz. Dazu wünsche ich Ihnen viel Glück. Vielen Dank. Das war Regierungsrat Dr. Kaspar Schläpfer. Herzlichen Dank. Es war uns eine große Ehre, dass Sie bei uns sind und waren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun danken und ich verspreche Ihnen, wir kommen jetzt zum Schluss. Aber ich möchte Ihnen wirklich danken, dass Sie mitfeiern und noch mitfeiern werden bis tief in die Nacht. Und ich möchte insbesondere auch ganz herzlich danken unseren Sponsoringpartnern, die diesen Anlass als Beiräte mitbegleiten und finanzieren. Namentlichen Dank an die PwC und Bruno Rees, welche uns, wir haben es gesehen, durch den Anlass begleitet haben als Celebration Sponsor. Und ganz besonderen Dank möchte ich diesem Mann ausrichten. Dieter Wildhauer, Regionaldirektor der Hypobank St. Gallen, Blue Carpet Sponsor und Wortbuffet Sponsor des WTT Young Leader Awards. Er hat Sie mit seinem Team auf dem Blue Carpet empfangen und lädt Sie nun alle ins Award-Buffet und in die Blue Sofa Lounge ein. Speis und Trank, man riecht es schon fast, man hat mir gesagt, schon fast zu fest. Ich soll vorwärts machen. Ist da, die Musik spielt und Dieter Wildhauer sagt ein Gute. Dieter Wildhauer sagt aber auch, er fühle sich sehr, sehr, sehr wohl im Herzen der Stadt St. Gallen, im Klosterviertel. Und ich meine, wenn Sie mit ihm Finanzangelegenheiten machen würden, Sie genauso. Namentlich danke ich Ihnen nun auch den Sponsoringpartnern, die alle hier anwesend sind. Bühler AG, Christoph Oswald, Leica Geosystems, Thomas Haring, Bauwerk Group, Klaus Brammertz, Tagblatt Medien, Daniel Erath, Schmid Fehr, Matthias Schmid, Huber und Zuner, Patricia Stolz, Hotel Hofweisbad, Christian Lienhardt, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Appenzell-Ausserrhoden, Karin Jung und natürlich die Regierungsräte himself, herself, Marianne Koller-Bohl, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton St. Gallen, Beat Ulrich, Lieder, Natal Schnetzer, Scandola, Marco Scandola, IHK, Thurgau, Peter Mag, WISC, Dr. Leo Kaufmann, Gewerbe Stadt St. Gallen, Dr. Elmar Jutz und einzig entschuldigt, und das noch sehr kurzfristig, AFG, Felix Bottmer, Swiss Life, Thomas Rechsteiner, und IHK St. Gallen Appenzell, Dr. Kurt Weigelt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier an der Celebration mitgefiebert haben. Und jetzt feiern wir weiter am Award-Buffet in der Blue Sofa Lounge. Und nehmen Sie bitte das Geschenk mit, das wir für Sie beim Abschied bereitgelegt haben. Ein schönes Geschenk von Hypobank St. Gallen, Gottlieben und Hofweisbad.
Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Abend, ein Wiedersehen nächstes Jahr. Wir freuen uns darauf, wenn es heißt WTT Young Leader Award 2013. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Applaus